komme ich ja gerade 2000. Mhm. Ist aber eine Ewigkeit da und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich kann es wirklich fast nicht haben, wenn ich muss warten. Liegt vielleicht daran, dass ich so am aktuellen Jahr immer muss nachrennen muss, dass nicht die Leute plötzlich noch mein Alter müssen ausrechnen müssen. Und irgendwann komme ich dran und sage der ebenfalls sehr ungeduldig angepissten Auslandschalter, dass ich gerne einen Brief möchte eingeschrieben schicken für das, was ein Kuvert bräuchte. Sie schaut mich an, ihre Antwort. Weiss nicht, ob wir da gerade so eins haben. In meinem Kopf, Entschuldigung, ihr seid der Post, wenn nicht ihr das Kuvert habt, wer denn? Es ist wie ein zum Vielmann gehen und sagt, grüß ich gerne eine neue Brille, die mich anschaut und sagt, das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel, Mann. Wenn ich noch eine habe. Oder wenn ich zur Bank gehe und sage, grüß ich gerne etwas von meinem Konto. Und das ist wieder mal ganz ein guter Begriff, da können sie mir definitiv nichts geben. Susanne kommt zurück. So da, voilà, das 100er Päckchen müsste halt jetzt ganz nehmen. Ich komplett überfordert, aber habe keine Nerven, weil ich weiss, jetzt kommt das Schwierigste von dem ganzen Prozess, das Buchstabieren von meinem Vornamen. Am liebsten würde ich mich über den Tresen schleppen und dann Susanne die Tastatur aus den Händen reissen, um die fucking 4 Buchstaben selbstständig einzutippen. Es würde einfach auch sicher 20 Minuten schneller gehen. Aber nein, ich bin ja meinen Eltern wahnsinnig dankbar. Hey, sie haben mich auf die Welt gesetzt. Aber für mehr Kreativität hat es auch gerade nicht mehr gelangt, als die erste Inspirationsquelle zu brauchen. So die Champagner-Etikette vom Nebentisch.